Winter naht und denkt ihr auch schon an die schönen Pisten, die dann wieder endlich von uns befahren werden können, runtergewedelt, runtergekarft. Das ist ein wunderbares Vergnügen, solange wir richtig gut vorbereitet sind. Und das ist bei den meisten leider nicht der Fall, wie uns die Verletzungsstatistiken ja insgesamt zeigen. Für mich wäre es natürlich am besten, wenn wir das ganze Jahr über körperlich aktiv sind und uns für den Skiurlaub vorbereiten. Sollte die Zeit aber euch gefehlt haben, dann würde ich vorschlagen, die letzten 6 bis 8 Wochen aber richtig intensiv da nochmal einzusteigen. Denn wir brauchen Vorbereitung, gerade wenn wir Tag ein, Tag aus vielleicht 4, 5 Stunden auf der Piste unterwegs sind. Denn die Ermüdung ist der wichtigste Indikator dafür, dass möglicherweise am Nachmittag die Verletzungen dann auftauchen. Das wollen wir natürlich alles nicht. Deswegen gibt es 2 Grundkomponenten, die geschult werden müssen. Ausdauer. Ausdauertraining ist dafür da, dass ich auch am Nachmittag noch fit, leistungsfähig und wenig ermüdet bin. Was macht man dafür? Eben Laufen, Radeln, Schwimmen, Joggen. Das, was euch so gerade einfällt und Spaß macht. Viel wichtiger ist es aber auch, Muskulatur zu kräftigen. Denn ihr wisst ja, man sitzt halb in der Hocke, die Beine sind extrem stark beansprucht und belastet. Und dafür gilt es, ein zielgerichtetes Training möglichst früh, weit vor dem Skiurlaub zu beginnen. Und die wichtigste Übung, die mir dabei erstmal einfällt, ist die Abfahrtshocke. Also dazu geht ihr wie ein Abfahrer in die Hocke, etwa schulterbreit, so ähnlich wie bei einer Kniebeuge, nur ihr bleibt unten, so weit wie es einfach geht, maximal allerdings 90 Grad die Kniegelenke gebeugt. Und dort verharrt ihr 20 bis 40 Sekunden, bis die Beine richtig brennen. Und tut so, als wenn ihr immer so mit leichten wippenden Bewegungen, auch verändernden Bewegungen, euch an die Piste anpasst. Und 20 bis 40 Sekunden sind ganz schön lange Zeit. Und wenn ihr dann noch ein bisschen könnt, macht es einfach nochmal. Die zweite Übung ist Seitrotation. Weil der Oberkörper muss natürlich auch ganz viel tun, um zum Beispiel die ganzen Hindernisse, die ganzen Buckel insgesamt auszugleichen. Müsst ihr oben stabil sein, aber gleichzeitig auch reagieren können. Dazu geht ihr in den Seitstütz, bildet eine gerade Linie, stützt euch also auf dem Ellbogen auf und am besten macht ihr diesen Seitstütz, wenn ihr ihn machen wollt, nicht nur halten, sondern mit Rotation. Weil Rotation ist das, was ihr auf der Piste auch ständig erlebt. Dazu den oberen Arm hochstrecken und dann einrollen, wieder ausrollen. Einrollen, wieder ausrollen. Also richtig im Seitstütz stabil bleiben und dann mit dem einen Arm eine Rollbewegung in die andere Richtung ausführen. Dann dreht ihr euch um, macht es mit der anderen Seite einfach nochmal. Auch jede Seite etwa 2, 3, 4, je nachdem wie gut ihr seid, auch 10 Mal. Letzte Übung, auch ganz wichtig, weil oft sind die beiden Beine ja nicht parallel, sondern sie haben so eine gewisse Ausfallschrittposition auf der Piste. Heißt also, wir trainieren den Ausfallschritt. Ihr bleibt aufrecht stehen, macht einen weiten Schritt nach vorne, geht runter, Kniegelenk maximal 90 Grad gebeugt, geht wieder, drückt euch richtig ab in die Startposition. Also nach vorne, runter gehen, Ausfallschritt, tief halten, kurz halten, Oberschenkelmuskulatur kräftig abdrücken und nach hinten. Jede Seite 10 bis 15 Mal, bis auch diese Muskulatur ermüdet ist. Macht ihr das regelmäßig, 3 bis 5 Mal pro Woche, mindestens 8 Wochen vor Beginn des Skiurlaubs, dann seid ihr richtig gut vorbereitet.